Mechtersheim. Endstand 5:0 vor 934 Zuschauern. Ich grüße auch die beiden Trainer bei mir, zum einen von unserem Gast, Celia Hötzke, und unser Trainer Jürgen Lubinger. Und ja, dann bitte ich unser Gast auch gleich, um sein Statement zu stehen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an den Trainerkollegen, an Herrn Lubinger. Wir wussten, dass wir in Homburg kein einfaches Spiel haben. Bitte etwas lauter. Wir wussten, dass wir in Homburg kein einfaches Spiel haben werden. Dass wir gegen eine Mega-Mannschaft in der Liga auftreten. Das weiß man, das spricht sich rum. Man sieht es auch an den Ergebnissen, man kennt auch einzelne Spieler. Ich finde, dass wir trotzdem heute nicht gut aufgetreten sind. Ich bin von der Leistung von meiner Mannschaft nicht zufrieden. Wir haben viel zu viele individuelle Fehler in unserem Spiel. Vor allem Respekt von den Laufwegen und auch guten Spielen von Homburg nach vorne. Geduldiges Aufbauspiel, im richtigen Zeitpunkt haben wir auch die genauen vertikalen Bälle ins Spiel gebracht. Aber trotzdem haben wir gerade beim 0-2, wo wir den Ball im Zentrum einfach den Homburger Spieler in den Fuß reinspielen. Er hat eine offene Stellung auf unser Tor zu. Und bei 0-3 verteidigen wir uns in der Dreierkette auch sehr, 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 sehr schlecht. Machen es einfach, machen aus einer 1-gegen-1-Situation, wo wir dann im Zentrum zumachen sollen, ein 2-gegen-1 mit einem Heber kommt der Spieler weiter. Bei 0-3 in Homburg, in einer sehr jungen Mannschaft, gegen diese individuelle Klasse in die Halbzeit zu gehen, ist kein einfaches Ding. Und nach der Halbzeit kriegst du das 0-4 und alles andere danach. Vielleicht haben es auch die, die auch mal gucken, was die Trainer machen, gesehen. Haben wir dann ganz ehrlich fürs nächste Spiel schon Sachen probiert. Ich habe eine neue Dreierkette gestellt und habe die Jungs aufgepusht. Haben ein, zwei fitte Spieler, nicht so arg fitte Spieler gehabt, die von Verletzungen zurückgekommen sind. Die habe ich bewusst dann drin gelassen, habe geguckt, dass die permanent sehr gut umgeschaltet haben, dass die sich dann einfach auf die Luft gegen so eine mega Mannschaft holen können für die nächsten Partien. Das heißt, ganz klar verdient. Meine Situation, warum ich unzufrieden bin, ist einfach nur, dass wir zu viele Fehler gemacht haben und das gegen so eine Mannschaft wie Homburg wird dann bestraft. Und ich wünsche Homburg auf ihrem Weg zum Aufstieg in die Regionalliga weiterhin viel Erfolg. Und ich denke mal, dass auch keine große Überraschung kommen wird. Dankeschön. Bravo. Danke. Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir wussten, Mechtersheim ist spielerisch gute Mannschaft, hat man auch gesehen. Auch für die Fußballlinien rein, aber wir haben das dann gerade die erste Halbzeit sehr konzentriert und konsequent gemacht. Die Räume gut ausgenutzt, zu den Toren, schnelles Umschaltspiel gehabt, ja, nach vorne gespielt und dann schöne Tore uns herausgespielt. Ja, die Mannschaft hat das einfach wieder toll umgesetzt, was wir vorhatten. Wir haben nur eine Chance erste Halbzeit zugelassen für Mechtersheim, sonst nichts eigentlich und hätten noch zwei, drei Tore mehr machen können. In der zweiten Halbzeit hat man natürlich nach dem 4-0 eine Situation, wo wir drei, vier Tore noch machen hätten müssen, ja, wo wir die Chancen nicht gemacht haben. Aber das ist so das Einzige, was man vielleicht sagen muss, dass wir da noch konsequenter sind. Aber sonst kann ich der Mannschaft nur gratulieren wieder, wie konzentriert sie auftritt. Es ist nicht so einfach je Woche für Woche, ja, weil der Gegner natürlich oft auch immer defensiver wird und uns das schwerer macht, wie letzte Woche in Gonsenheim. Aber ja, die Mannschaft hat es sehr gut gelöst und ja, wir freuen uns, dass wir den Punkt geholt haben. Gratulation nochmal an die Mannschaft. Danke. Gibt es eine Pressevertretung noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Ja, dann wünsche ich wie immer unseren Gästen noch eine gute Heimreise, alles Gute weiterhin. Ihnen noch einen schönen Feiertag und eine schöne Restwoche. Dankeschön.